Die Frischlingsparade wird Ihnen präsentiert von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, Ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Frischlingsparade. Begrüßen Sie Ihren Gastgeber Marco Fritsche. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön sind Sie alle da im Casinotheater Winterthur. Schön sind Sie in Scharen wieder zu der Frischlingsparade kommen. Und ich werde Ihnen versichern und kann das machen ohne schlechtes Gewissen und ohne, dass meine Nase beißt oder wächst oder irgendetwas passiert. Was könnte darauf schlüsseln, dass Sie nur ansatzweise an den Weg sollen Sie anlügen? Sie werden es nicht bereuen, dass Sie heute Abend da sind in der Frischlingsparade. Denn wenn Sie das Gefühl haben, der Marco Fritsche oder die Frischlingsparade ab und zu mal Hallo sagt und begrüßt oder irgendetwas ankündigt, redet relativ schnell, ohne Punkt und ohne Komma, ohne Sinn und Verstand, dann sage ich Ihnen, ha! Sie haben sich getauscht. Wenn Sie das Gefühl haben, das sei ein Tempo, werden Sie in wenigen Augenblicken bei unserem nächsten Künstler herausfinden, dass das, was ich mache, eine gemütliche Kaffeefahrt ist im Vergleich, weil jetzt den rein verbal auf Sie wird Ihnen prasseln. Ich weiß nicht, ob der gute Mann, der als nächstes kommt, auch so eine trockene Aussprache hat wie ich. Also ich bin mittlerweile schon jetzt alle in den ersten drei Reihen, weil ich glaube, er mag relativ weit und wird auch die dritte Reihe tüpfen. Oh, ich bin froh, ich meine, Sie sind schon am Schlafen, bevor es losgeht, aber Sie sind ja wahnsinnig wach und agil. Da wird gelacht bei uns und das ist schön so. Ich hoffe, Sie sind jetzt mit mir im Geiste schon beim nächsten Künstler und heißen Ihnen herzlich willkommen. Denn es ist wirklich eine One-Man-Show, wo ein Tempo, jetzt kann ich nicht einmal mehr Englisch gut, eine One-Man-Show, wo ein Tempo und eine Raffinesse nochmals übertreffen ist. Ich bin hier, nur noch nicht ganz da. Heisst sein Programm und aus dem werden wir einen Ausschnitt sehen. Er ist auch aus Berlin, ein 1000 Sassa, nicht nur verbal, sondern ab und zu platziert er auch ganz geschickt mal eine politische Spitze und ich glaube, wir werden die alle spüren, auch wenn wir vielleicht mit dem politischen System nicht ganz so vertraut sind, wie das vielleicht gewöhnt ist von seinem angestammten Publikum in Deutschland. Aber wir sind froh, ist er da. Es ist eine Premiere für ihn, also darum ein Frischling heute hier auf der Bühne. Meine Damen und Herren, herzlichen Applaus für den Robert Louis Griesbach. Ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, ich bin übrigens geflogen. Ja, ich fliege immer. Ich fliege unheimlich gerne. Ja, auch nach Zürich heute geflogen. Ich fliege selbst Strecken, die man eigentlich zu Fuß gehen könnte. Ja, aber ich fliege unheimlich gerne. Manchmal fahre ich sogar zum Flughafen, obwohl ich überhaupt gar keinen Flugschein habe. Ja, wegen dieser putzigen Ansagen. Das kennen Sie bestimmt, ne? Dieses Bong, 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 Bong. LH 728. Wissen Sie, was das ist? Die spielen Bingo. Ja, wenn Ihre Dame vom Check-in plötzlich aufspringt und in den Pausenraum läuft, dann hat die gewonnen. Ja? Das ist auch das Einzige, was mir nicht so gefällt, das sind diese langen Check-in-Zeiten. Ja? Also entweder hat man das Glück, dass vor einem in der Schlange ja, so eine Mutter steht mit einem Besserwisser-Kind, ja? So eine Wikipedia-Göre. Ja? Diese Kinder sind immer ganz leicht zu erkennen, haben immer eine kleine Hornbrille auf, ja, wo die eine Seite mit einem Pflaster zugeklebt ist. Merk schon, Fachpublikum heute. Torben, die heißen meist so, ne? Torben oder Sören. Torben, geh vom Förderband. Torben, Torben, Torben. Torben, wir haben doch drüber diskutiert. Und während Mutti mit Torben diskutiert, wächst einem so langsam Efeu um die Hüfte. Oder man hat das Glück, wie ich hier auf dem Flug nach Zürich hatte, dass vor einem so ein Pärchen steht. Wie kann ich die jetzt mit einem Satz beschreiben? Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, so ein Gehirnschlag wäre bei denen ein Schlag ins Leere. Sie, ich schätze mal, um die 58, aber runtergeschminkt auf 28. So ein typischer Gülcan-Fan, ja? Gülcan ist bekannt, ne? Dieser in Alkohol eingelegte Frosch auf Ecstasy. Dieses uneheliche Kind einer Duracell-Batterie. Gülcan, die man bei der Geburt vor Freude dreimal hochgeworfen hat, aber offensichtlich nur zweimal aufgefangen hat. Gülcan hat ja dieses Kampsbrötchen geheiratet, ne? Da bewahrheitet sich wieder dieser Spruch, ha, dumm wie Brot. Aber zurück zu unserem Pärchen. Sie stand vor mir, hatte also ganz komische Frisur, ja, also die ganz lange Haare, die Enden waren so leicht verfilzt, wo ich dachte, toll, da kann man gut Bratpfannen mit sauber machen.
Und sie guckte auch ganz komisch. Sie hatte so einen zwielichtigen Blick. Hat mich so ein bisschen an Karfreitag erinnert. Sie erinnern sich Karfreitag, wo Judas Jesus umarmt und sagt, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Den darf ich in München immer nie erzählen. Und er war etwas kleiner. Ja? Und sie haben sich offensichtlich gestritten, weil er drehte sich zu ihr um und rief ihr zu und sagte, Carmen! Carmen ist ein schöner Name. Ne? Jetzt wissen ja die Eltern nicht, wenn sie ihr Kind Carmen nennen, ob der in 58 Jahren noch passt. Ne? Dann was stellen wir uns vor, wenn wir Carmen hören? Spanische Erotik. Spanisches Feuer. Die kam, die vor mir stand, sah eher aus wie der spanische Bürgerkrieg. Jedenfalls haben sie gestritten, er drehte sich zu ihr um und rief ihr zu, sagte, Carmen? Carmen ist wirklich ein schöner Name. Ne? Ich muss ja sagen, wenn ich Carmen höre, denke ich immer an die große, weite Welt der Oper. Oper ist bekannt. Ne? Ja, schon, man muss ja fragen zu Pisa-Zeiten. Ne? Viele denken ja immer noch, Brecht wäre eine Selbsthilfegruppe für Bulimiekranke. Also für die ganz wenigen, die nicht wissen, was Oper ist, ist ganz schnell erklärt. Sie müssen sich vorstellen, es stehen Menschen auf der Bühne, jemand wird erstochen. Und anstatt die Polizei zu holen, fängt man an zu singen. Und die sprechen auch ganz komisch. Ja, die haben eine ganz komische eigene Sprache, während wir als Normalbürger sagen würden, oh, ich habe Durst, können Sie mir was mitbringen? Hört sich das in der Oper so an. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich her. Das ist Oper. Nicht zu verwechseln mit Operette. Operette geht so. Hoi, geh ich ins Maxim. Da werde ich ganz intim, da werde ich 100 Jahre, komm raus auf einer Bar. Das ist Operette. Dankeschön. Dankeschön. Viel, viel nach mein Name. Ja. Aber Sie dürfen Jopi zu mir sagen. Ich freue mich, hierher gekommen zu sein, hier in die Schweiz, zum Vorsingen für Deutschland sucht den grauen Star. Unser Johannes, hieß das, unser Jopi. Ja. Ja, Hesters wurde übrigens letztens gerade interviewt und da wurde er gefragt, ob er sich hat gegen Schweinegrippe impfen lassen. Hat er gesagt, das müsste er nicht, er hätte schließlich auch die Pest überlebt. Ich sehe, wir haben ein junges Publikum hier. Johannes Hesters muss man natürlich erklären. Johannes Hesters ist der Robbie Williams des 18. Jahrhunderts. Bösezungen behaupten, ja, Hesters müsste die nächste Staffel von diesem Dschungelcamp. Der muss in den Dschungel unbedingt, der muss eine Schlange beißen, auf natürlichem Wege stirbt der nicht. Ne? Aber zurück zu unserem Pärchen. Sie haben sich gestritten, weil er drehte sich zu ihr um und rief ihr zu und rief, Carmen! Du hast eben nicht mein Verstand. Daraufhin drehte sich Carmen ganz langsam um und sagte, Dieter, wer immer ihn hat, er soll ihn zurückgeben. Das ist der Moment, wo ich froh bin, endlich in der Maschine zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sitze immer verkehrt. Sitze ich vorne, kommen die von hinten mit dem Wagen. Ja, sitze ich hinten, kommen die von vorne und dann sieht man auch, wie die Passagiere immer so in den Gang reinlugen. Würde ich nicht empfehlen, irgendwann könnte der Wagen mal wieder von hinten kommen. Ne? Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich fliege zwar viel, aber ich müsste gar nicht mehr fliegen. Ich muss überhaupt nicht mehr fliegen, weil ich habe schon alles. Ich habe alles, ich muss nicht mehr fliegen. Ich habe das 12-teilige Besteck der Lufthansa. Und wie ich merke, bin ich da nicht der Einzige. Ja? Haben Sie auch die Decke, die sich schön warm hält? Ja? Das Einzige, was mir noch fehlt, ja, ist dieser kleine Servierwagen. Ja? Ja, den kriege ich aber auch noch. Ich bin drauf gekommen, ja, weil viele meiner Bekannten haben angefangen zu sammeln. Man fängt ja klassischerweise an, wenn man anfängt, hier mit diesen hier, ne? Also mit diesen, Sie wissen schon, wo man so einen Gin Tonic zwischenlagern kann. Sie wissen ja, wie die Dinger wirklich heißen, ne? Die heißen Disposal Bag. Ist das nicht schön? Disposal Bag. Ich weiß, hört sich eher an wie eine Geschenkverpackung von After Eight.
disposal bag. Wir müssen jetzt nächstes Mal auch die Stewardess holen. Bing! Excuse me, Stewardess, my disposal bag is completely full. Jetzt weiß ich auch, warum bei Lufthansa auf den Tüten oben rechts immer der Reiher ist. Also ich, tollen Flug nach Zürich, ja, Außenplatz, ja, und hatte ein bisschen Durst, rief eine Stewardess, die kam dann auch gleich. Die hatte so einen leicht ausländischen Akzent und ich fragte sie, ob sie vielleicht Mineralwasser für mich hätte. Und sie antwortete mir, wir haben Vollfick. Möchten Sie Vollfick mitblasen oder ohne Blasen? Ich habe eine Cola genommen. Aber ich muss Ihnen sagen, ganz ehrlich, wenn ich dann zu Hause bin, ja, also das Erste, was ich mache, sofort den Fernseher an, ja, weil ich gucke aber natürlich nur Qualitätsfernsehsendungen, ja, also Homeshopping-Kanäle und, nichts gegen Homeshopping, ja, also ich lasse mir zum Beispiel alles schenken, ja, also gar nicht mehr von anderen Geschäften, sondern nur noch über Homeshopping-Kanäle, ja, und ich kann Ihnen sagen, war zu Weihnachten der Einzige, der nichts umtauschen musste. Ich muss es haben, das gibt's in keinem Laden. Egal, was ich auch seh, ich kauf nur bei QVC. Ich muss nur überweisen, dann kann ich auch verreisen, ob Kairo oder Gardasee. Ich kauf nur bei QVC. Komm, ruf an, kauf Sachen, die du nie wieder brauchst. Komm, ruf an, kauf Sachen, die sonst keiner kauft. Komm, ruf an, kauf Sachen für den Keller. Mit QVC geht's schneller. So was krieg ich nicht bei eBay. Und wenn ich es doch seh, ich bleib dir treu, wohin ich auch geh. Ich kauf nur bei QVC. Komm, ruf an, kauf Sachen, die du nie wieder brauchst. Komm, ruf an, kauf Sachen, die sonst keiner kauft. Komm, ruf an, kauf Sachen für den Keller. Bei QVC geht schneller. Stark überteuert und völlig bescheuert verliere ich Verstand und den Kopf. Ich kauf alles vom Glöckler, die Blusen für Mutti und natürlich den super Spar-Schnellkochtopf. Ich muss ihn haben, den gibt's in keinem Laden. Egal, was ich auch sehe, ich kauf nur bei QVC. Komm, ruf an, kauf Sachen, die hässlich aussehen. Komm, ruf an, und du brauchst nicht aus dem Hause gehen. Komm, ruf an, kauf Sachen für den Flohmarkt. Mit QVC zum Finanzenfahr. Komm, ruf an, Kuckucksuhren aus echtem Plastik. Komm, ruf an, große Männchen einfach super schick. Komm, ruf an, runde Pulver, falls du viel zu dick. Ich kauf nur bei QVC. Komm, ruf an, komm, ruf an und kauf bei QVC. Komm, ruf an, komm, ruf an, oh yeah. Komm, ruf an, komm und kauf bei QVC. Ich kauf bei QVC. Bei QVC.
Dankeschön. Ja, Sie haben vielleicht... Sie haben es vielleicht bemerkt. Ich habe aufgehört zu rauchen. Aber es geht mir gut. Man hat da... Man sagt ja immer, wenn die Raucher aufhören zu rauchen, dann werden die immer so nervös, ne? Und so aggressiv. Ganz ruhig, Bruder. Außerdem unterstellt man immer die Raucher, die werden immer so blass im Gesicht und so unsportlich. Ich kann Ihnen sagen, das sind alles Vorurteile. Ja? In Wirklichkeit haben die Raucher alle eine Topfigur. Ja, das Einzige, was sie vielleicht mal abnehmen müssen, ist ein Bein, aber ist okay. Ne? Das ist ja. Aber sie können ja. Aber zum Glück. Zum Glück gibt es jetzt Warnhinweise auf der Schachtel. Ja? Da steht zum Beispiel drauf: Achtung! Rauchen kann tödlich sein. Sag ich, habe ich mich gefragt. Ja, kann, muss aber nicht. Und da steht drauf: Achtung! Rauchen gefährdet Sie oder Ihre Umwelt. Dann sage ich, na und? Das macht Desiree Nick auch. Desiree Nick ist bekannt. Ne? Desiree Nick ist das einzig lebende Exponat der Körperweltenausstellung. Ich habe das jetzt aber in den Griff bekommen, und zwar mit Yoga. Ja, okay. Da sitzt man so ganz entspannt auf dem Boden. Du wirst schwer. In der Zwischenzeit wird dein Portemonnaie leicht. Du liegst ganz bequem liegst du auf Gras. Gras. Aber sie können mir wirklich glauben, na, ich habe alles ausprobiert. Zum Beispiel die Kaugummis. Kaugummis habe ich ausprobiert, aber ich kann nicht sagen, die brannten nicht besonders. Pflaster habe ich ausprobiert, aber habe mir gar nicht mehr verstanden. Oh, ich sehe gerade, meine Mittagspause ist zu Ende. Ich muss wieder zurück zur Arbeit. Ich bin Chirurg. Dankeschön. Dein Applaus, Robert, dein Applaus. Setz dich rasch zu mir. Du kriegst ein neues Glas. Und eine Zigarette. Du bist der Erste, der hier rauchen dürfte, falls es wirklich... Bist du Raucher oder hast du das einfach gut abgeguckt, wie die so drauf sind, wenn sie nicht mehr rauchen? Zweiteres? Nein, jetzt ernsthaft. Nee, ich rauche nicht. Du bist nicht Raucher. Warst du das? Also nein. Bist du das immer gewesen? Du hast mal entwöhnen müssen. Nein. Also du hast nie geraucht? Nein. Das heißt, wie kann man das anders formulieren? Prost, wollte ich nur sagen. Robert, schön, dass du hier bist. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen angestrengt, weil ich habe dir zugesehen. Du bist nicht müde, weil wenn man dir zuguckt, das ist körperlich anstrengend, wenn du so akrobatische Gesichts... Also wenn ich bedenke, also in meinem Alter kann ich die Nummer nicht mehr so oft machen. Also normalerweise bräuchte ich dann so eine Erste-Hilfe-Schwester. Mhm. Also irgendwann geht das nicht mehr. Aber dafür hast du dich wirklich so tapfer, hä? Meine Damen und Herren, jetzt hat das sehr sportlich ausgesehen, hat das ohne Problem vom Stapel. Das ist aber schon auch eine deiner großen Qualitäten, dass du erstens so Kultprogramme schon hattest, mit dem du immer große Erfolge feierst im Kulttheater, die Wühlmäuse in Berlin. Ja. Und dass du halt auch singen kannst, dass du diese Gesichtszuckungen kontrolliert von dir geben kannst. Die sind nicht kontrolliert. Das, ja.
Aber ich unterstelle dir das jetzt einfach mal. Und dass du dich dann auch schon nicht scheust, irgendwie vor großen Nummern, die dann auch zu charakterisieren. Joppi heißt es, hat er sich je bei dir gemolden? Nee, es stand mal irgendwie in der Super-Illo, glaube ich, dass ganz viele Kollegen auf ihn eindreschen und da stand ich als ganz böser Mensch drin, dass ich das auch tue. Ich meine das gar nicht so böse. Ich meine, er kriegt es ja auch nicht mehr mit. Ja, dann können wir das so stehen lassen. Ich habe mir dann schon gedacht, weil du bist sehr oft unterwegs und hast auch eine wöchentliche Show, immer mittwochs. Erzähl vielleicht etwas darüber, weil es gibt viele Leute, die so ein paar Tage nach Berlin fahren und dann vielleicht auch kulturell etwas erleben möchten. Wo gibt es eine Chance, wo man dich immer so mittwochs sehen könnte, wo du dann immer bist? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein. Ist das schon? Es kommt das, war früher, das war früher immer mittwochs, ist jetzt aber pausiert. Pausiert? Pausiert, ja. Ist niemand gekommen oder hat das wirklich Pause jetzt einfach? Das ist ganz schön gemein, ne? Ich muss doch das jetzt wettmachen, weil ich gedacht habe, es geht wirklich weiter. Weil ich gedacht habe, es geht weiter im Mai, genauso wie dein, dein Programm. Im Mai spiele ich wieder. Also das Programm war ja mit Gästen, da habe ich mir Gäste eingeladen, die ich toll finde. Und irgendwann fanden sich nicht mehr so viele Gäste, also entweder waren schon alle da. Oder du fandst den nicht mehr toll. Den fand ich nicht mehr toll. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wen du alles da hattest, als Gast oder als Gäste. Also die ich sehr schätze, Pieger und Eichhorn hatte ich da. Kennt man hier weniger? Nee, also ich habe ganz tolle Leute, die man hier nicht kennt. Ich verkürze es jetzt mal. Die Frage sollte eigentlich dahin gehen, dass du regelmäßige Jobs hast und auch sehr viel unterwegs bist, auf den Bühnen stehst, aber dir ab und zu dann schon eine kleine Kreuzfahrt leistest. Naja, sagen wir mal, ich leiste mir den nicht, sondern ich hab das große Glück, da ganz angestrengt zweimal innerhalb von zwei Wochen spielen zu müssen und dafür darf ich mir die anderen Sachen angucken. Er geht immer aufs Alida, auf das Kreuzfahrtschiff, hast du da eine schöne Kabine oder wirst du da irgendwo unter Deck unter? Ich habe eine normale Kabine, sagen wir mal. Die Suite kriegt man nicht, aber man ist eh nicht in der Kabine, sondern man steht irgendwie um 7 Uhr morgens auf, wenn das Schiff anlegt, guckt sich den ganzen Tag das Zielgebiet an und am Abend dann jeweils einmal die Woche darf ich dann spielen. Also das ist schon ganz nett. Ist anstrengend. Den Eindruck macht es mir eben nicht, weil wenn ich geguckt habe, du machst es jetzt nicht. Puh, ist das anstrengend. Nein, du machst es immer wieder, es muss schon auch wahnsinnig schön sein. Ja, ich bin vertraglich verpflichtet worden über die nächsten 20 Jahre. Und obwohl es anstrengend ist, mache ich es trotzdem. Gut. Aber dann kommst du frisch erholt zurück und machst dann wieder deinen Soloabend in den Wühlmäusen. Und das wäre jetzt ein Ausgangs- oder Kulturtipp für all die Berlin-Faninnen und Fans. Wo sollen sie hin, damit sie dich dann wirklich in voller Länge bewundern können? Ich würde mal sagen, ins Kabaretttheater von Dieter Hallervorden, die Wühlmäuse. Also da spiele ich am meisten, wenn ich in Berlin bin. Gib noch ein bisschen, du musst jetzt ein bisschen Honig um den Mund schmieren oder vor allem sagen, was du dann zum Besten gibst. War das jetzt so ein Potpourri von dem, was sie dann den ganzen Abend sehen? Oder sagst du, das könnt ihr gar nicht vermuten, was da alles auf euch zukommt, wenn ihr nur diesen kleinen Ausschnitt gesehen habt? Also das können Sie gar nicht vermuten, was Sie da... Also wirklich, also das ist wirklich ein Potpourri, kann ich Ihnen sagen. Ja? Also das ist, da geht die Post ab, ein Feuerwerk der guten Laune. Ja, und also das war ja praktisch, das war ja gar nichts im Vergleich. Also ich würd praktisch sagen, ich bin erst im Mai wieder da, weil ich ja jetzt auf dem Schiff spielen muss, aber... ich habe ja vertraglich die Zusicherung bekommen, dass man hier so ein bisschen Licht ins Auditorium macht, damit ich mir die Gesichter merken kann. Das heißt, sollte ich Sie in Berlin auf dem Kudamm sehen und Sie waren nicht bei mir, ich kenne Sie und ich weiß jetzt auch, wo Sie wohnen. Gut, kleine Drohungen erhalten die Freundschaft, würde ich an diesem Punkt sagen, wo wir jetzt schon angekommen sind und habe dann noch eine Frage. Gibt es denn die Chance, dich vielleicht auch mal in der Schweiz bald in voller Länge zu bewundern und nicht nur in diesem... Ich hoffe doch, 2011. Ich kann mich da dem ersten Künstler anschließen. Hoffe ich doch, 2011. 2011 ist die Jahreszahl, die man sich merken muss, wenn man heute hier... Übrigens war das für mich ganz komisch. Ich saß vorhin da hinten, also irgendwie auf der Bühne zu stehen und vorher erstmal, ich sag mal, 80% nichts verstanden zu haben. Auch hier, als du mich ansagtest, also irgendwie dachte ich mir, ich gehe erst raus, wenn er meinen Namen gesagt hat. Und den verstehe ich. Den verstehe ich. Und dann steht man da hinten und dann immer... Es ist so schlimm. Ja, und ich gucke dann so, das ist was am Mikrofon. Oder Robert Louis Griesmann. Ah! Raus! Das ist sehr komisch. Und das Zweite ist, wenn ich wirklich bedenke, im nächsten Jahr also, werde ich 50 und darf also hier in der Schweiz noch zur Frischlingsparade. Ja? Also ich muss sagen, so ein Schweizer Botox lasse ich mir gefallen. Ja? Das kann man nicht.
Mach mal die Stirn kraus. Du kannst das gar nicht. Hallo, Desiree Nick und du, ihr habt doch den gleichen Botox-Spritzer. Die kann genauso wenig die Stirn kraus machen. Wie sich das anhört. Wir haben die beide den gleichen ja, Botox-Spritzer. Gut. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist der Moment gekommen, der oben abbrechen. Das wusste ich. Man hat mir eine Hast du gesehen, was mir schon passiert? Ich habe mich schon gewundert, warum du die ganze Zeit dich so lassiv, immer weiter, immer tiefer. Dieser Stuhl. Und plötzlich liegt da so ein Botox-Spritzer. Irgendwann sagt er noch, komm, ruf an. So weit werden wir es nicht kommen, meine Damen und Herren. Es ist nicht Botox, der da auf meine Stirn glänzt. Es ist Schweiß, Angstschweiß. Also ich kann mich stundenlang unterhalten. Das möge Gott verhüten. Schön, dass du hier warst. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Nochmal einen herzlichen Applaus für den Robert Louis Griesbach. Präsentiert worden von der Provita Gesundheitsversicherungs AG und der Neuburg Garage, ihrem Mitsubishi-Vertreter in Winterthur.